Hallo zusammen, heute habe ich einen ganz besonderen Auftrag von Allstars bekommen. Und zwar darf ich die Models, die ausgewählt wurden beim Allstars Model Casting, ein paar Tipps geben, sie motivieren und einfach ein paar Sachen erklären, die vielleicht wichtig sein können beim Shooting. Wichtig ist bei einem Fitnessmodel natürlich die Bauchmuskulatur, weil ganz, ganz viele E-Mails kamen an Allstars. In welcher Form sollen wir erscheinen? Sollen wir eher muskulös erscheinen oder mehr drahtig oder definiert? Es soll eigentlich genau die Mitte sein. Ja. Ihr sollt nicht ausgehungert und ausgezehrt ausschauen, aber auch nicht zu massiv, weil ihr seid Fitnessmodels. Und bei einem Fitnessmodel ist immer das Augenmerk erstmal auf der Bauchmuskulatur. Bauchmuskulatur muss passen, sie soll schön definiert und tief sein. Und wenn ihr es schafft, trotzdem noch einigermaßen massiv oder massig zu sein, das ist natürlich okay. Aber wenn ihr die Wahl habt, wenn ihr sagt, okay, entweder oder, dann entscheidet euch für die Form. Die Form ist entscheidend bei einem Fitnessmodel. Ihr habt noch 6 Wochen Zeit bis zum Shooting. Und ihr solltet die 6 Wochen ausreichend nutzen. Ja. Mein Tipp an euch, so habe ich es in meiner Vorbereitung zum Shooting gemacht, achtet natürlich auf die Ernährung, versucht sauber zu essen, viel Protein, viel Fleisch, viele Shakes, dass der Körper versorgt wird mit genug Eiweiß, Kohlenhydrate auch noch relativ hoch vielleicht am Anfang und eher zum Ende hin reduzieren. Und was ich noch gemacht habe, 2-mal die Woche war ein Ausdauertraining im Anschluss ans Krafttraining oder dann teilweise auf nüchternen Magen, um die Fettverbrennung ein bisschen anzukurbeln. Genau. Einer der Tipps, der mir sehr geholfen hat oder geholfen hätte, wenn ich ihn rechtzeitig genug erfahren hätte, übt ein bisschen Posing. Ja. Bei mir war es so, die Form war bei mir okay, der Fotograf sagt, es ist alles gut und ich habe mich auch wohl gefühlt in meinem Körper. Und dann kam das große Problem, ich stehe da, ziehe mich aus, höre mich ein, pumpe mich ein bisschen auf, bin eigentlich ganz happy und dann geht's los. Der Fotograf sagt, okay, mach mal ein paar Posen. Ja, okay, genau, da war das Problem. Ich bin von Haus aus ein eher schüchterner Typ und deshalb ist es mir sehr, sehr schwer gefallen, irgendwelche Posen jetzt zu stellen. Daher mein Tipp an euch, schaut euch bei YouTube ein paar Videos an, schaut euch auch ein paar Meisterschaftsvideos an, wenn Bodybuilder posen in den verschiedenen Gewichtsklassen. Ja, zieht euch irgendwelche Videos rein. Es sind so viele Videos auch bei Allstars auf der Homepage. Ihr könnt überall die Videos rauslassen und versucht einfach ein bisschen nachzumachen. Auch die Pflichtposen im Bodybuilding sind für euch hilfreich. Die drücken vielleicht noch ein bisschen das Wasser raus und versuchen, oder ihr bekommt noch ein bisschen Härte in die Muskulatur rein. Und hätte ich das mal besser geübt, vorzeitig oder rechtzeitig, hätte ich mir viel, viel leichter getan. Und wenn ihr eure Hausaufgaben erledigt und die Form passt und das Posing passt, dann könnt ihr ganz entspannt zu dem Shooting hinfahren und müsst eigentlich nur noch das alles machen, was der Fotograf euch vorgibt. Genau, das ist eigentlich mein Tipp und der ist eigentlich Gold wert. Ich wäre froh gewesen, wenn ich den Tipp, wie gesagt, zuvor erfahren hätte. Und beim nächsten Mal bin ich auch ein bisschen schlauer. Genießt den Tag, an dem ihr euer Shooting habt. Und an dem Tag direkt könnt ihr selber ja nichts mehr ändern. Ihr habt euch perfekt vorbereitet, ihr habt geübt, ihr habt das Posing geübt, die Form ist okay. Also könnt ihr ganz entspannt in das Shooting reingehen. Und für das Shooting wünsche ich euch viel Glück. Vielleicht sieht man den einen oder anderen auf der FIBO oder wir begrüßen den im Allstars-Team. Würde mich freuen und drücke allen ganz fest die Daumen. Viel Glück euch allen.